So. Oha. War funny. Nicht nur, es ist schon keine funny. Das ist unendlich lustig. Geil, Digga. Nicht nur, lange nicht mehr geschaut. Oh, wer war das denn, Junge? Oh mein Gott, sehen wir das Gesicht von Nicht nur endlich? Please be patient, I have autism. Junge, 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 Junge. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Mein Name lautet Mitono und ihr seid doch bestimmt gespannt, wie ich aussehe. In diesem Video... Elias, ich hab dir einen Obstteller mitgebracht. Schau mal, ich hab das Weiße von den Mandarinen auch abgeschält. Dankeschön, das ist genauso wie ich es mag. Gib mir Scheiß drauf, jetzt hat man mich eh schon gesehen. Ja, hi, ich bin Nitono, ja, dann können wir ja gleich schon anfangen mit dem Video. Danke. Süß, Alter, süß, 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 sympathisch, sympathisch. Intro. Hi, ich bin Elias, ich bin 19 Jahre alt und so wie ihr alle sehen könnt, bin ich Nitono. Ich bin die Person, die auf Katzenbilder reagiert. Wie ist das ein Burrito? Das ist eine Mandarine, das ist keine Katze. Rumschreit. Ich hab gesagt, hör auf zu sitzen, was soll ich denn? Soll ich mal hier einfach schreien, ganz laut? Chronische Schmerzen von eurer Privatnachrichten hat. Hab das gefunden, aus unserem Englisch. Was ist das? Wieso ist der Typ grün? Millionen Leute aufklärt, wie man Camembert schreibt. Kein Kuchen, sondern Camembert-Bär-Käse. Das ist Camembert-Bär-Käse. Zu einem ziemlich bekannten Tick. Wie viele Outfits hat er an? TikTok-Meme, Bruder. Ich wurde eiskalt zu einem TikTok-Meme. Ich geh einfach heimlich auf mein Gamebook. Mit Katzen. Ah, Scheiße, ich hab die Mandarine vergessen. Mit Katzen und Mandarinen spricht. What the fuck? Auf die Katze. Einfach Romatra. Leute dazu gebracht hat, ihre Socken zu inhalieren. Was ich hiermit nicht. Justus. Sagen will, ist, dass ihr eure Socken inhalieren sollt. Ihr seid alle so krank, ne? Nimmst du noch auf? Einen ziemlich bekannten Trend ausgelöst hat, wofür ich übrigens nichts kann, das ist eure Schuld! Und nein, Kevin darf nicht spielen, komm, ich werd bis heute noch da. 2 Jahre später werde ich immer noch gefragt! Wisst ihr was, komm, wir fragen jetzt einfach jemand mal, komm, wenn der ja sagt, dann darf Kevin spielen, komm. Darf der Kevin spielen, komm? Ja? Scheiße. Darf ich fragen, wofür du, also... Mandarine, Mandarine, gib mir die Mandarine, gib mir die Mandarine! Okay. Ich bin halb deutsch, halb marokkanisch und wohne in den Niederlanden. Scheiß auf Madeira, kommt alle auf meine Insel. Also hier gibt es voll die krassen und coolen, also voll... Ja. Alright, Fahrräder. Dass ich in den Niederlanden wohne, ist auch der Grund, warum ich so schlecht Deutsch kann. Ich sag mir ständig, du kannst deinen Artikel nicht. Lern deinen Artikel. Junge, was für Artikel? Da steht nichts drin. Früher war mein Deutsch aber eh viel schlechter als heute. So war's früher. Und ja, viel Spaß mit das Video. Und so ist es heute. Komm aus das Glas raus. Meine Mutter ist Marokkanerin. Von ihr habe ich nichts außer meine tolle Größe und meine marokkanischen Wookie-Arme geerbt. Also danke dafür. Ein Bein habe ich sogar rasiert, das andere nicht. Von meinem Vater, also die deutsche Seite, habe ich eigentlich nichts geerbt. Willst du noch was sagen? Ja, ich... Vielen Dank, das war dann auch schon alles. Du kannst wieder nach Hause fahren. Aber nicht nur in diesem Video, sondern um genau zu sein,
viermal. Viele haben sich beschwert, dass mein Face-Reveal so lange gedauert hat. Dabei habe ich mich schon vor lange... Nein, ich bin auf Gustav getreten! Ich habe Gustav umgebracht, wir müssen Gustav beerdigen. Okay. Wir haben Gustav beerdigt. So schöne Beerdigung, ja, Penetration an meinem Mann. Aber auf jeden Fall, was ihr nicht wisst, ist, dass ich mich schon vor langer Zeit gezeigt habe. Das erste Mal vor 1,5 Jahren in diesem Video. Das war nur ein Scherz. Ich kann wirklich eine Hupe nachmachen. Okay, das ist jetzt aber wirklich... Das ist deine letzte Show. Niemand hatte was vermutet, außer 2 Leute in den Kommentaren. Nicht schlecht. Das zweite Mal als Profilbild in meinem Katzenvideo. Nochmal! Das ist keine Katze, das ist eine angeleinte Fliege. Angeleinte Fliege. Das dritte Mal auf dem Thumbnail von diesem Video. Und das letzte Mal in meinem Stockfoto-Video bei Sekunde 40. Dann meine ich auch für jegliche Situation. Egal wie komisch und verstörend es auch sein mag. Es gibt von alles ein Stockfoto. Also eigentlich habe ich mein Versprechen gebrochen. Nicer mein Move. Hobby ist es, Mandarinen zu essen. Das ist ein sau weirdes Hobby, Bro. Was nur Mandarinen zu essen, ist ein echt weirdes Hobby. Auch mache ich in meiner Freizeit natürlich ganz gerne Videos. Ich liebe es, Videos zu machen. Mir gefällt das so sehr. Also, es ist ein Traum, ganz ehrlich. Und ich schaue ganz gerne in meiner Freizeit auch Serien und gehe nach draußen, fahre ein bisschen Wakeboard, treffe mich mit ein paar Kumpels. Eigentlich nichts Besonderes. Ich putze so 2-mal am Tag putze ich meine Zähne. Manchmal kann es sein, dass ich abends oder morgens mal das Zähneputzen auslasse. Ich weiß, das ist nicht richtig. Aber abends bin ich manchmal so müde und dann schlafe ich halt hier auf der Couch ein, nachdem ich Videos gemacht habe. Und morgens kann es sein, da habe ich halt noch nicht so einen Schlafrhythmus, so einen Tagesrhythmus eher. Schauen wir uns mal eure Kommentare zu meinem Aussehen an. Bin ich mal gespannt. Papa Platte auf Wish bestellt. Nur weil wir dieselbe Brille haben. Harry Potter auf Wish bestellt. Nur weil wir dieselbe Brille haben. Du siehst aus wie mein Fuß. Kannst du mir mal eine Haarroutine machen? Ich will auch solche Lego-Haare. Ich hasse dich. Aber jetzt mal ohne Witz, ich dachte, dass die ganze Sache mit den Lego-Haaren endlich vorbei sein würde, wenn ich mich gezeigt habe. Aber im Gegenteil, es ist nur noch schlimmer geworden. Ihr meint das wohl wirklich ernst, oder? Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hab keine Lego. WTF, ich dachte, Nitono wäre richtig hässlich. Ich dachte, du wärst voll hässlich. Aber bist du nicht. Hey, siehst doch überhaupt nicht so scheiße aus. Hätte gedacht, du wärst richtig hässlich, aber bist voll okay. Wie tief waren eigentlich eure Erwartungen von mir? Es haben auch 2 Leute gesagt, dass ich asiatische Wurzeln habe. Wie kommen 2 Leute darauf, dass ich asiatisch aussehe? Du siehst viel zu brav aus, um so ins Mikro zu schreien. Das ist sehr süß von dir. Dankeschön. Sollen wir mal so live rumschreien? So eine blöde Palme! Ich hasse dich! Warum bist du so grün? Die mag dich nicht! Was machst du, Palme? Hey, das ist eine Socke! Kann ich mich da dran hängen? Was mein Lieblingsobst ist? Tomate. Wusstet ihr das? Wieso hänge ich hier eigentlich? Keine Ahnung. Okay, was ich sagen wollte. Bro, das Video ist ab. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte war... Bitte tu mir nichts. Doch! Ah! Auf jeden Fall, was ich sagen wollte war... Elias, weißt du, wo meine letzte Tomate ist? Schauen wir mal live in meine DMs rein, so wie der Nitono das normalerweise macht. Okay, bin gespannt. Hallo Nitono, kannst du auf mein Marmeladebrot... Nächste. Hey, dein Video war spektakulär. Komme ich jetzt irgendwann in eins deiner Videos? Nein. Hey, ich habe Homeschooling und wollte fragen, ob du meine Englischhausaufgaben machen könntest. Pushe dich auch dafür. Bitte. Ich needed to know, ob du meine Hausaufgaben machen kannst und wieso wollen 2 Leute, dass ich dir... Ich bin keine Nachhilfe oder so. Ich mach nicht eure Hausaufgaben. Warum schickt er mir ein Bild von seiner McDonalds-Rechnung? Hallo, das ist Gauda. Sehr schön, ich hasse dich. Wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, mir ein Bild von der Heizung zu schicken? Ich hoffe, das macht dich glücklich. Das ist eine Fernbedienung. Hallo, Frau Nitono. Ich habe ein ernsthaftes Problem. Ich habe nur noch Karotten im Kopf. Ich fühle mich zu nichts anderem mehr ange... Nächste. Guck mal, mein Müsli... Ja, das waren meine Privatnachrichten. So wie man... Digga, wenn mir Leute so ein Shit schreiben würden, ich würde direkt meine Nachrichten auf Instagram ausmachen, Alter. Ganz kennt, ist ja immer wieder schön, da reinzugucken. Ne? Ich...
Ich kann auch die Katzen nachmachen. Hier, es gibt einmal die Ohren-Augen-Katze. Darf der Klaven bei mir spielen kommen? Nein, darf er nicht! Dann gibt es die Butterkatze. Wieso habe ich Butter auf meinem Rücken? Und zu guter Letzt gibt es noch Gustav die Mandarine. Ich bin eine Katze! Nein, bist du nicht! Ich bin eine Katze! Du bist keine Katze! Ich bin extrem überfordert, weil ich nicht weiß, was los ist. Das geschieht direkt! Ich hab Gustav getötet! Was hab ich getan? Ich hab Gustav getötet! Du bist eine Katze, komm wieder zurück! Ich muss die Beweise entfernen! Digga, ich bin wirklich, also, ich bin wirklich gerade überfordert, ne? Ich meine, ich bin auch super, super müde, klar. Ich verstehe einfach nicht, was hier gerade passiert, Leute. Ey, maybe bin ich einfach komplett raus oder so. Aber kann mir jemand kurz das Geschehen zusammenfassen, ich sag's ehrlich. Ich muss den Weißen fern! Meine Nachbarn Sühner waren es! Wer bist du? Ich bin Gustavs Bruder! Komm, wir tanzen! Da ist eine Tür! Jo Leute, ich zeig euch jetzt mein Haus! Ja, wir sind jetzt hier in meinem Garten, niederländischer, holländischer Garten. Hier liegt mein Hund begraben, er ist leider vor 2 Jahren gestorben. Es war eine schwere Entscheidung, wir mussten entweder 500 Euro für eine Operation bezahlen oder Abschied nehmen. Von den 500 Euro habe ich mir einen neuen Gaming-PC geholt! Nee, nicht 598! Digga, ich bin wirklich, also Leute, ich bin wirklich einfach überfordert. Ich komme nicht hinterher. Ich habe Schüttelfrost, Leute. Ich habe einfach Schüttelfrost. Yes! Er ist einfach krass! Jo, Leute, heute schauen wir uns eins meiner alten Videos an. Let's go! 3896 Leute haben abgestimmt für die hübscheste YouTuberin Deutschlands. Falls ihr mit abstimmen wollt für die nächste Liste, müsst ihr einfach diesen Kanal abonnieren. Auf den zweiten Platz mit 513 Stimmen steht die gute Melina Sophie. Irgendwie klar, dass Melina in dieser Liste mit reinkommt, weil zugegeben, sie ist wirklich eine hübsche und eine süße Schnitte, oder? Normalerweise mag ich keine Milchschnitten, aber wenn Melina eine Milchschnitte wäre, dann würde ich die 24 Sie hat das Video gesehen! Nein! So, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir nicht gefallen. Falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst ein Like da. Es werden wahrscheinlich in Zukunft, wie gewohnt, die normalen Videos kommen, so ohne Facecam, so mit Mandarine, dies, das. Aber falls ihr das auch cool fandet, dann, dann ist das halt so. Chat, ich bin wirklich kurz davor, einfach mental gerade zusammenzuklappen, Alter, ehrlich. Ich bin so überfordert bei diesem Video, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Außerdem, guck mal, hier ist Gustavs Bruder, das Esteban, der ist auch aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, was damit passiert ist. Eigentlich war geplant, dass dieses Video heute um 19.10 Uhr kommt, aber es ist da, ich habe da so einen Kommentar vor ein paar Tagen gelesen, da hat jemand gesagt, dass seine Katze eingeschläfert wird heute um 19 Uhr und er würde gerne dieses Video zusammen ein letztes Mal mit seiner Katze sehen. Das hat mich sehr gerührt, deswegen habe ich das um eine Stunde verschoben und meinen normalen Upload-Plan. Okay, lass uns noch irgendein Video gucken.